Steppdeckenkuchen, wie ich den mache, sage ich. Der Steppdeckenkuchen, der ist bei uns im Burgenland erfunden worden. Und der ist dann so beliebt geworden, dass er auf der ganzen Welt gemacht wird. Ob das wahr ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber eines ist wahr. Der Steppdeckenkuchen ist bei uns im Burgenland sehr beliebt. Aber wie auch erwähnt, auf der ganzen Welt. Den kennt man, glaube ich, überall. Er ist sehr leicht zu machen und schmeckt natürlich irrsinnig gut. Gibt es in ganz vielen Arten. Ich kenne ihn als Biskuit mit Topfen und schmeckt wirklich schmackerl gut. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Mehl, Zucker, wir brauchen eine Butter, die habe ich schon leicht flüssig gemacht. Dann brauchen wir Eier, ein Wasser, ein Zitronenabrieb, Salz und ein Backpulver und ein bisschen Vanillezucker. Dann brauchen wir eben, damit diese Steppdecke entsteht, brauchen wir Topfen. Topfen ist der Quark, dann einen Staubzucker und ebenfalls nochmal Eier, die werden wir dann auch trennen. Ihr seht, es ist nicht viel und es wird ganz schnell gehen. Als erstes werden wir, um uns Zeit zu ersparen, werden wir mit der Topfenfülle beginnen. Das heißt, ich werde das Eiklar einmal vom Dotter trennen. Unser Eiklar ist vom Dotter getrennt. Jetzt kurz einmal die Hände abwischen und das werden wir jetzt als erstes einmal aufschlagen. Noch ein, zwei Minuten ist es gut aufgeschlagen. Das gehen wir auf die Seite. Ich mache das deswegen zuerst mit dem Eiklar, weil dann muss ich diese Quirl dann nicht waschen. Und jetzt machen wir einmal die Dotter mit Zucker. Die Dotter habe ich ein bisschen aufgeschlagen. Ich gebe den Staubzucker dazu und ich gebe die Hälfte vom Vanillezucker dazu und werde das jetzt schaumig rühren. Und noch ein, zwei Minuten ist es schon angeschäumt. Jetzt gebe ich den Topfen, den Quark rein und aus dem werden wir jetzt eine ganz feine Masse machen. Das wäre jetzt einmal soweit fertig. Das heißt, die beiden Massen werden wir nachher zusammenführen. Ich lege es jetzt einfach auf die Seite. Die wären jetzt einmal fertig. Jetzt kommen wir zum Grundteig. Aber vorher drehe ich mal den Ofen auf 170, 75 Grad Umluft. Der muss jetzt einmal warm werden, weil in ein paar Minuten ist das fertig. Bis dorthin ist dieser Ofen dann auch soweit. Es geht jetzt weiter. Jetzt kommen alle Zutaten, sprich einmal die Eier, werden wir jetzt einmal rein und dann werden wir die aufschlagen. Die Eier sind drinnen, es kommt jetzt der restliche Vanillezucker, das bisschen Salz und der Zucker kommt da jetzt rein. Und das werden wir jetzt schaumig rühren. Jetzt sind circa 5 Minuten vorbei. Das ist schön aufgeschlagen. Jetzt geben wir die weiche Butter dazu. Da nehme ich mir dazu einen Waschel und gebe die rein. Ich werde die ein bisschen aufteilen. Und die werden wir jetzt ebenfalls dazu einschlagen. So, das kann ich irgendwo, jetzt habe ich keinen Platz mehr da. Und das werden wir jetzt auch einarbeiten. Und nachdem die Butter drinnen ist, geben wir jetzt noch das Wasser dazu. So, das wär's. Den Mixer werden wir nicht mehr brauchen. Den stellen wir auf die Seite. Jetzt, was kommt jetzt? Jetzt müssen wir das Mehl und das Backpulver. Das Backpulver habe ich gleich da drauf gegeben. Das werden wir jetzt einsieben. Und werden das einfach unterheben. Das Sieben, sage ich eh immer, Sieben ist nicht schlecht. Erstens einmal, vom Mehl Sieben meine ich, erstens einmal sieht man, ob was drinnen war. Ist meistens zu 99% nicht der Fall, ob irgendetwas von der Mehlproduktion ins Mehl gekommen ist. Und noch dazu ist das Mehl wesentlich saugfähiger. Jetzt werden wir das unterheben, unter diese Masse. Das mache ich jetzt bewusst nicht mehr mit dem Mixer. Würde ich das mit dem Mixer machen, würde ich diese feinen Bläschen vom Ei aufschlagen, würde ich vollkommen zerstören. Und
das mit so einem ganz normalen Schneebesen leicht unterheben. Man sieht wortwörtlich, ich hebe das von unten nach oben und drehe auch diese Schüssel. Und das ergibt sich dann, man merkt, wie das anzieht und die Bläschen bleiben trotzdem schön im Teig drinnen. Und nach einigen Sekunden ist es dann soweit. Gebe ich einmal auf die Seite. Ich habe mir da diese Backform hergerichtet und eben ein bisschen Butter genommen, eine weiche Butter. Und das verschmiere ich jetzt einfach da. Und wenn alles gut verschmiert ist, die Butter gut verteilt ist, werden wir ein bisschen Mehl, ein bisschen ist gut, ich gebe da einfach Mehl rein und werde das jetzt vollkommen mit dem Mehl benetzen. Wenn das soweit ist, ihr seht, man muss das Mehl nur einfach wieder zurückgeben und das wäre es dann schon. So schaut es dann aus. Ich mache jetzt gerade hier nur ein bisschen sauber, damit wir unsere Backform nicht da von der anderen Seite bemehlen. Und jetzt, wenn wir schon bei der Teigkarte sind, kommt der Teig da rein. Das auf die Seite und das verteilen wir einfach. Das sollte gerade eben sein. Das verteilt sich eh ganz gut. Und wenn das schön blank da oben ist, das gebe ich einfach auf die Seite. Jetzt kommen wir zu unserer Topfenmasse. Werden wir beide Massen verbinden. Ich leere jetzt die Eiklarmasse, den Eischaum rein. Das habe ich bewusst vorher nicht gemacht, sonst fliegt das mit der Zeit, wird das zusammengedrückt und ich nehme einfach den Schneebesen, den brauche ich jetzt nicht reinigen, weil da war der Teig oben, ist alles gut, kommt ja eh alles dann zusammen und das wird jetzt ebenfalls ganz vorsichtig untergemischt. Ihr seht, mit dem Mixer würden diese feinen Eiweißbläschen alle verschwinden und so hat es dann doch eine Stabilität. Und wenn das soweit ist, werden wir wieder unsere Masse herholen und wir werden uns das in einen Spritzsack reingeben. Da haben wir da einfach einen Spritzsack vorbereitet und da gebe ich jetzt einmal die Masse rein. Und das werden wir jetzt gitterartig auf unseren Kuchen rauf. So entsteht dann auch dieses Steppdeckenmuster. Wie man sieht, ich lasse da circa mit einem Zentimeter Stärke, mache die circa die Streifen und lasse circa 3-4 cm dann zwischenfrei. Und das Ganze auf der anderen Seite noch einmal. So, und das jetzt ist unser Kuchen in Rohform. So kommt der jetzt rein in den Ofen. Ich habe jetzt, wie gesagt, 175 Grad und da kommt er jetzt für so 30, ab 30 Minuten schauen wir sich ihn an. 30, 35 Minuten kann es auch sein. 175 Grad Umluft und dann sehen wir uns wieder. Jetzt habe ich ihn 35 Minuten circa drin gelassen. Den Ofen können wir abdrehen und runter drehen die Temperatur und so schaut der aus. Wenn man sich das jetzt anschaut, weiß man, warum der Steppdeckenkuchen heißt, weil er die Form eben dieser Steppdecke hat. Ja, jetzt lassen wir ihn ein paar Minuten auskühlen. Er ist natürlich noch heiß und dann werden wir ihn kosten. Ein paar Minuten sind vorbei. Ich werde jetzt einfach so ein Stückchen da rausschneiden. Werden wir sehen, wie der, besser gesagt, werden wir ihn schmecken. Ich nehme als Koch oder als Bäcker nehme das Randstück, werden wir mit dem begnügen. Er ist ja wirklich sehr, sehr flaumig. Schaut einmal, man sieht jetzt ganz gut diese schöne Topfenschicht oben und unten dieser
feine Kuchen. Und jetzt werden wir da ein Stück runterschneiden und kosten. Er ist noch immer sehr warm, aber soll gut sein. Das müsst ihr unbedingt probieren. Ganz was Feines. Dieser wirklich schöne, schwere Kuchen mit diesem leichten Topfen. Das Zitronige dabei, ganz was Feines. Unbedingt probieren, Leute. Steppdeckenkuchen, ganz, ganz gut. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.